Hier drin ist ein Teleporter. Ich werde nicht mehr. Interessant, interessant. Nichts und nichts. Ich versuche hier ein bisschen schneller durchzu... Och nö. Am besten noch mehr Wege. Was ist denn das da? Nichts. Naja, es ist ja ein Tempel. Da geht's das sieht so aus wie dieses Teil, was mich zum Drachenturm teleportiert hat. Ich habe Angst. Hier ist irgendwie echt nichts. Hallo. Der Drache ist weise. Ein Gelehrter unter Unwissenden. Er weiß, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, machst du mir auch noch eine Tür auf, vielleicht? Der Drache ist so wendig wie stark. Noch vor den Flügeln kommt der katzenhafte Sprung. Angst. Okay, ich mach das in der Reihenfolge. Ich gehe zuerst hier lang. Hui. Willi! Nein! Willi? Der Drache ist scharfsinnig. Seine Augen sind so aufmerksam wie sein Geist. Nur er erkennt einen Unterschied im Spiegel. Ja? Hey! Ja, ich bin überfragt. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Sollte ich jetzt hier hin? War das jetzt richtig? Spiegel. Unterschied im Spiegel. Nee. Das ist doch bestimmt eine Aufgabe. Und ich muss jetzt hier irgendwas finden. Ist das hier alles spiegelverkehrt oder so? Ist das jetzt, war das jetzt sinnlos, was ich gerade gesagt habe? Ich weiß nicht. Erstmal die ganzen Ohren durchgucken hier. Ist leer, leer. Okay. Batman! Leichte Edelrüstung. Oh, gar nicht so schlecht. Gleich mal vergleichen, aber erst gleich. Vermutlich, wenn ich hier angegriffen werde, will ich's. Da kann ich nichts lesen. Das war mal was Großes. Ja. Ich freue mich. Und was mache ich jetzt hier? Was zur Hölle mache ich jetzt hier? Einen Unterschied im Spiegel. Hier kann ich auch nichts tun. Naja, dann kann ich jetzt hier plündern und das war's, oder wie? Naja, mal die Rüstung angucken. Rüstung. So, plus 3, Magierüstungswert 6, Nahkampfschutz 4, Fernkampfschutz 3, Macht Nahkampf runter, Fernkampf und Magie besser. Um wie viel macht's denn das runter? 1%. Ich entscheide es, wie es eine Frau entscheiden kann. Nee, die andere ist hübscher. Nein! Ausrüsten. Die ist hübscher, also nehme ich die. Ha, so einfach geht das. Ja, na dann wieder zurück. Miau. Ist ja alles hier noch ziemlich ungefährlich, muss ich sagen. Komme ich jetzt hier überhaupt wieder? Da komme ich wohl nicht rein. Hey! Der Drache ist scharfsinnig. Nur er erkennt einen Unterschied. Ein Unterschied im Spiegel.
Bin ich jetzt gerade zu doof oder bin ich gerade zu doof? Warte mal. Da steht ein Spiegel rum. Hallo Spiegel. Das kann nicht gemeint sein. Jetzt ist das hier spiegelverkehrt oder was? Ja, das ist genau gleich. Was denn hier nicht gleich? Das ist gleich. Die zwei Dinger sind... Da oben ist auch alles gleich. Macht das jetzt Sinn, was ich hier mache? Nee, ne? Das ist hier wirklich alles spiegelverkehrt. Tatsache. Bis auf die Urne hier. Ach, jetzt muss ich die... Ah, verstehe. Jetzt muss ich wahrscheinlich die unterschiedlichen Sachen... Muss ich hier wegmachen. Oder? Ist das möglich? Guck mal, das ist ja wirklich alles 1:1 gespiegelt. Da stehen zwei Ohren, das ist richtig. Da steht was, das ist auch richtig. Der olle Spiegel da, der steht da auch. Da steht eine Urne. Da steht keine Urne. Also kommt die Urne mal weg. Dusch. Ich hab gesagt, dusch. Okay. Hinter dem Skelett ist eine Urne. Da hinten in der Ecke steht auch eine. Hinter dem Skelett ist eine Urne und da steht auch eine. Perfekt. Das ist auch gleich. Da steht ein Eimer. So, die beiden Dinger hier sind gleich. Der Eimer, die Urne. Die beiden Dinger, der Eimer, die Urne. So, jetzt muss ich hier gucken. Das ist alles gleich. Da stehen zwei. Da stehen auch zwei. Okay. Hier stehen die zwei. Da stehen die zwei. Die steht auch da. Die da hinten. Das ist doch alles gleich jetzt. Muss Wilson vielleicht weg? Willi? Willi, geh mal weg. Tja. Jetzt habe ich hier alles gleich gemacht. Meiner Ansicht nach. Aber ich bin trotzdem noch nicht weiter. Oh Gott. Bin ich gerade doof? Ich meine, das ist jetzt alles... Muss ich alle Ohren kaputt machen? Ich glaube ja nicht. Hätte ich vielleicht nichts hier rausnehmen dürfen? Hier hinter ist nichts. Nein! War das jetzt ein Fehler? Seil, Seil. Hier ist doch sonst nichts zur Hölle. Ich krieg die Macke. Talana, sag was. Hier ist sonst kein Unterschied mehr. Oder bin ich wirklich blind? Ich mache jetzt hier alle Ohren kaputt. Ich mache jetzt hier echt alle Ohren kaputt. Dich kaputt. Dich kaputt. So, dann die hier weg. Die Kiste weg. Weg damit. Warum standen da jetzt wieder zwei? Kann mir das einer verraten? Da war doch eine falsch. Da standen doch eben auch nicht zwei. Jetzt habe ich es verkackt. Mach jetzt hier alles kaputt. Ich raste aus. Was ist das da? Ach, oh nee, ist ja nicht wahr. Oh, dieser Scheißbecher. Ich war lediglich ein Staubkörnchen, als ich die Prüfung abgelegt habe. Aber
Aber ihr habt euch für einen unfreiwillig eingeweihten Drachen gut geschlagen. Na toll. Der eine dumme Becher, den hatte ich vergessen. Ist ja nicht wahr. So, Willy und Wilson. Ich habe ja schon gesehen, was da jetzt kommt. Da sind jetzt bestimmt irgendwelche Sachen. Mach nicht. Hallo, Willy Wilson. Kann ich erstmal eintreten, bitte? Danke. Stirb! Meine Güte. Mein Mana wird knapp. Das ist aber schön für dich. Könnt ihr mir mal helfen, ihr zwei? Danke. Sehr nett. Okay. Nummer 1. Finish. Ich hab Letter. Da muss man ja nachdenken. Wahnsinn. Was? Ich kann das ja schon. Jetzt blendet natürlich die Sonne wunderschön. Mist, was war der Spruch von dem Buch? Ich weiß nicht mehr, was der Spruch war. Ah, scheiße. Vollmond. Eure Gier, Sterblicher. In scheiße. Raum führt sie unweigerlich zum Tode. Okay, also nichts aufheben. Boah. Kürbis, nee. Nein. Ich darf hier nichts nehmen, also. Wie war der Spruch? Goldener Sarg? Was muss ich denn jetzt hier machen? Wieder irgendwas finden. Ich krieche gerade richtig in den Bildschirm rein. Ist ja jetzt irgendwas, was nicht toll ist. Muss ich das vielleicht nehmen? Ist doch bestimmt irgendwas mit Bescheidenheit oder so. Gemälde. Vielleicht gucke ich mir mal das Gemälde an. Ich habe ja eben gespeichert. Eure Sturheit ist erstaunlich und scheinbar so unnachgiebig wie der Tod selbst. Aua. Ich habe den Spruch vergessen. Wie war denn der Spruch? Sag mir den Spruch. Ich hab's vergessen. Na toll. Was soll ich denn jetzt hier machen, bitte? Ist hier irgendwo eine Tür oder so? Gold. Ach. Shit. Was mache ich denn jetzt hier? Ich zisch mal einen Trank. Und noch einen. Und nehme jetzt den Kürbis. Oh, was das war so richtig. Bedeutet der Versuchung zu widerstehen, scheint Maxus sagen zu wollen. Dann müsste jeder Priester weise sein. Habt ihr da genauso eure Zweifel wie ich? Oh ja. Und mich blendet die Sonne wie verrückt. Ich sehe hier einen... Ah, oh Mann. Jetzt muss ich mich hier total verrenken. Aua. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Willy macht das. Gehst du tot? Gehst du tot? Ich habe gesagt, geh tot. Danke. Finishing move. Komm mal her, komm mal her, komm mal her.
Wo ist die letzte? Da drüben. Lass meinen Willi in Ruhe. Das war zweideutig, aber ihr wisst ja das und so. Ah, komm her. Komm schon. Stirb. Stirb. Noch eine? Nö. Jetzt müssten ja... Was ist denn das hier? War das vorhin auch schon da? Jetzt leuchten zwei. Das da und das da. So, next. Der Drache ist so wendig, noch vor den Flügeln kommt. Kommt der katzenhafte Sprung. Oh mein Gott. Muss ich jetzt hier irgendwie ausweichen oder so? Bumm, Tür zu. Schön. Hochklettern. Voll mein Ding. Nicht runterfallen, das kann ich gut. Hier ist ja jetzt nicht mehr mit Gier und so. Kann ich jetzt wieder sammeln. So, pass mal auf, dich brauche ich gerade nicht mehr. Leiche eines Priesters, eines Drachentöters. Schön, dass sie alle heiliges Basilikum dabei haben. Oh, gut erhaltene Überreste. Yam, yam, kann man ein bisschen Suppe machen. Hier noch jemand? Ja. Ich nehme das einfach alles mit. Ich habe genug Platz. So. Lass mich raten, runterfallen nicht gut. Das ist leer, das ist leer. Naja, dann. Auf sie mit Gebrüll. Das fällt bestimmt irgendwie ab oder so. Und dann muss ich mich beeilen und dann ärgere ich mich. Huah! Sehr gut. Oh, fuck. Huh. Nein, das war zu weit. Ah, verdammt. Ah, das wird mir noch öfter passieren. Aber wenigstens kann ich hier nicht drauf gehen, weil Fallschaden gibt's ja nicht. Sagte sie, als die Stacheln aus der Wand fuhren. So, nochmal. Nein, das gibt's doch nicht. Ach, schrie ich mich auf. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln hier. Ich habe mir den Maxos-Tempel wie diesen Todestempel vorgestellt, so mit Tod und so, aber hier ist ja gar nicht mit Tod und so. Also nicht so richtig. Ah, sehr gut. Nein, schon wieder zu weit. Ach, das gibt's doch nicht. Verdammter Mist. Schrie ich mich auf. Boah. Jetzt aber hier. Aus Fehlern lernt man und so. Theoretisch. Nein. Stopp. Hüpf. Ja. Ey, das gibt's doch nicht. Ich springe ganz normal und die springt so überweit. Okay, also muss ich früher springen. Theoretisch. So. Einmal abwarten. Hüpf. Hüpf. Ja. Und hüpf. Schalter. Was nun? Was denn nun? Hat der Schalter nicht funktioniert, oder? Ach, da unten. Muss ich jetzt da rein? Ich nehme es mal an. Hüpf und... Und jetzt? Zwei Schalter. Lauter Platten. Nein! Ah, puh. Oh, ich kann hier nochmal... Oh, sehr gut. Oh Mann, zuerst springt sie zu weit, dann springt sie jetzt, springt sie wieder zu weit. Oh, ich krieg doch die Macke hier. Pass mal auf. Hier an den Rand. Jetzt springen. Ja, ja, das ging. Welcher Hebel macht was? Hebel. Runter, hoch. Runter, dann musst du jetzt hoch.
So, ne? Hüpf, 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 hüpf. Hebel. Yay! Miauts, genau. Tschüss! Bufft. Siehst du mal, und ihr seid alle tot und ich kann hier fallen. Noch und nöcher. Los, meine Untertan. Schnapp sie dir. Und natürlich den da. Ich kann nicht. Trau dich doch, trau dich doch. Komm her. Das bringt eh alles nichts, wenn ich hier ausweiche oder so. Weil diese Zauber, die die machen, treffen immer. Nein. Oh, tschüss. Bin ich jetzt fertig? Sequenz? Ach, das leuchtet jetzt. Das ist neu. Ich werde mal speichern, habe ich lange nicht gemacht. Boah, und die Sonne blendet aber volle Möhre. Ach, den ganzen Tag ist scheiß Wetter und jetzt, wo ich anfange, oder jetzt, wo ich schon anderthalb Stunden spiele, ist hier super Wetter. Und, wer bist du denn? Sucht also nach dem, was rechtmäßig Leiken gehört, oder nicht lange. Danken diesen? Im Labyrinth sieht man nur Steine, auch wenn da gar keine Steine sind. Du bist sehr intelligent. Und wie kommt ihr darauf, dass dieser Drachenturm rechtmäßig Leiken gehört? Er hat intrigiert und getötet, gekämpft und gemordet. Der Turm gehört ihm, seitdem er ihn sich genommen hat. Herrschaft durch Macht. Und wer seid ihr? Oder wäre vielleicht was das passende Wort? Er nennt mich Sasan, weil ich ähnlich aussehe wie sie. Er hat mich nach ihrem Ebenbild zusammengesetzt. Er ist mein großer Gebieter, stärker als Maxos. Erzähl mir von Leiken. Er ist der Nekromant. Sein ist der Turm. Sein ist die Herrschaft über die Toten. Ihn kann niemand besiegen. Und ich, Sasan, bin seine Geliebte. Okay, schön. Jetzt geh mir aus dem Weg, meine Hübsche. Glaubt ihr wirklich, dass ich hier bin, um euch aufzuhalten? Ich wollte mich nur etwas mit euch amüsieren, bevor ihr krepiert. Ihr werdet die letzte Prüfung niemals bestehen, dummer kleiner Drachentöter. Für immer werdet ihr im endlosen Labyrinth leiden. Ich glaube, sie hat recht. Ganz ehrlich, ich glaube, sie hat recht. Tolle Musik. Aber, kleinen Moment.